Moin moin ihr Lieben, ich bin Sorirush83, ich stehe heute hier vor meiner Baustelle auf CB Evil. Wer das gerne mal sehen möchte, was ich da baue, der kann gerne auf PH Evil, CB Evil kommen, auf mein erstes PH. Das ist nämlich ganz spannend, wenn man da innen drin bis ganz oben klettert, wird es ganz lustig. Aber dazu wollte ich euch gar nicht erzählen, sondern ich habe gesehen, dass in den neuesten Griefer Games News von Graviplays der Gönner angekündigt hat, sich seinen Gegnern zu verraten. Jetzt bin ich kein Gegner vom Gönner, aber ich will natürlich auch wissen, wer der Gönner ist. Wenn es die Gegner wissen wollen, wissen dürfen, dann sollten es die Freunde ja sowieso wissen. Also habe ich mir die Mühe gemacht und habe mir ein bisschen Detektivarbeit gegönnt und habe gesagt, schauen wir doch mal, wenn ich auch ganz schnell rausfinden, was da los ist. Und was genau ich getan habe und wie ich zum Ergebnis gekommen bin, das seht ihr in dem Video nach dem Intro. Glaubt ihr daran, dass er sich wirklich verraten wird? Auch wenn es verschlüsselt sein soll? Ich zweifle daran. Ach ja, und nicht vergessen, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, Abo-Button, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und bis gleich. Moin moin ihr Lieben. So, ich bin auf der Suche nach neuen Spuren, denn der liebe Graviplays hat ein Video veröffentlicht, wo sich der Gönner selbst anscheinend verschlüsselt verrät, wer er ist. Und das Ganze will ich mir mal genauer anschauen. Und dazu habe ich mir mal die Audiospur von dem neuen Video von Graviplays runtergeladen, wo er nämlich hier beim Gönner in der Botschaft diese verschlüsselte Nachricht finden. Die fängt irgendwo hier bei 5 Minuten irgendwas an. Hier bei 5 Minuten 34 ungefähr. So, wir haben jetzt hier das MP3-File. Das lege ich mir mal auf den Desktop. Und dann öffnen wir mal ein wenig Software. Und das ist Adobe Audition. Keine Werbung, sondern einfach ein Programm, das ich nutze. Und wir schmeißen uns das Audio-File mal in Adobe rein. Na, hat er nicht angenommen. Dann machen wir es anders. Importieren. Und zwar vom Desktop. Griefer Games News öffnen. Und bevor wir jetzt lange rumdoktern, suchen wir uns erstmal die Stelle raus, an der wir die Botschaft vermuten. Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Da sind wir schon bei Nachrichten. Sonst bei Wetternachrichten. Bis 29 Grad. Sekunde. Schnudendola, du bist was nicht drin. Was der damit vielen Spielern geholfen hat. Nee, es wird hier in diesem langen Schmalen sein. Ich vermute mal, irgendwo ab hier müssten wir hinkommen. Ich werde dir nun mitteilen, wer der Gönner eigentlich wirklich ist und was der Plan hinter allem ist. Okay, da geht's los. Dann schneiden wir uns den Teil da weg. Eigentlich wirklich ist und was der Plan hinter allem ist. Und dann vermutlich mal wird's ab hier vorbei sein. Meine Freunde, Viva la Generation! Genau, dann schneiden wir hier ab dem dicken Viva la Generation. Schneiden wir das Ende auch weg, weil das brauchen wir einfach nicht. So, dann haben wir diesen Teil übrig. Und jetzt schauen wir mal rückwärts. Wäre ja schade, wenn dir was passiert. Vergiss niemals, Viva la Generation. Schritt 1. Zwiebeln schälen und würfeln. Tomaten waschen und in Stücke schneiden. Schritt 2. Zwiebeln in heißem Öl dünsten
Ich glaube, der Gönner will uns ein bisschen auf die Schippe nehmen. Tomaten und Knoblauch-Gemüse-Bouillon, Tomate und Paprika zugeben und aufkochen. Bei mittlerer Hitze ein paar Minuten kochen. Zwischendurch umrühren, mit Pfeffer abschmecken. Schritt 3. Spaghetti nach Packungsangabe zubereiten. Bolognese-Soße zu dem Spaghetti servieren, mit Basilikum bestreuen. Da wir hoffen, dass wir dich einige Stunden deiner Zeit gekostet haben, wünschen wir dir guten Appetit mit diesem wundervollen Rezept. Verschluck dich nicht. Einige Stunden meiner Zeit hat es nicht gekostet, aber es ist sehr amüsant und wir wären nicht wir, wenn wir nicht noch ein bisschen tiefer bohren würden. Denn ihr wisst, ich bin kein Gegner der Generation, aber trotzdem habe ich keine Ahnung, wer der Gönner ist und es interessiert mich natürlich brennend. Und wir versuchen jetzt mal Folgendes. Wir gehen mal hier in Zeittonhöhe und gehen auf denen und gehen hier auf Vorschau. Und hören mal, ob wir rausfinden, wie es die Stimme wirklich anhört. Vergiss niemals, Vivra la Generation. Schritt 1. Zwiebeln schälen und würfeln. Tomaten waschen und in Stücke schneiden. Schritt 2. Zwiebeln in heißem Öl dünsten. Hackfleisch zugeben und anbraten. 150 ml kaltes Wasser. Tomaten und Knorr-Gemüse-Bouillon. Tomate und Paprika zugeben und aufkochen. Bei mittlerer Hitze ein paar Minuten kochen. Zwischendurch umrühren mit Pfeffer. Kennt ihr die Stimme? Wisst ihr, wer das ist? Spaghetti nach Packungsangabe zubereiten. Bolognese-Soße zu dem Spaghetti servieren. Mit Basilikum bestreuen. Da wir hoffen, dass wir dich einige Stunden deiner Zeit gekostet haben, also es gibt wünschen ja wir dir guten Appetit mit diesem wundervollen Rezept. Verschluck dich nicht. Okay, stopp. Es gibt ja die Verschwörungstheorie, dass Harvard dahinter steckt. Es gibt auch diverse andere Theorien, wer der Gönner sein könnte. Das klingt aber alles weder nach Harvard noch nach irgendeinem der anderen genannten. Ist es Gravy selbst? Ich höre noch mal kurz in Gravys Originalstimme rein. Moment. Stark gefiltert und schränkte somit den Netzwerkverkehr für mein Tenia ein. Nee, ich glaube nicht. Wäre ja schade, wenn dir was passiert. Vergiss niemals, Viva la Generation. Um 1 Uhr entschied die Leitung dann alles. Nee, ich glaube nicht. Ist das TMB Flosen vielleicht? Sein erster Propagandaminister? Auch wenn ich diese Bezeichnung ein bisschen merkwürdig finde. Hat jemand schon mal TMB Flosen gehört? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ich dachte, wir kriegen es raus durch die Tonhöhe und durch das leckere Rezept, was er uns vorgelesen hat. Das ist ja herrlich. Okay, Zeit hat es nicht gekostet, Spaß hat es aber gemacht. Wenn ihr wieder mehr vom Gönner erfahren wollt, dann schaltet einfach ein, wenn ich ein Video mit dem Gönner-Titel veröffentliche. Ansonsten montagsabends 21.15 Uhr der Livestream bei Rouge83 oder donnerstags um 17.30 Uhr kommt immer die neue Folge Redstone-Schule und zwischendurch mal so ein Späßchen wie jetzt. Alles klar, bis dann, euer Rouge. Wie sagt man so schön, ein Satz mit X, das war wohl nix. Das war leider nichts. Anstatt zu erfahren, wer der Gönner ist, wissen wir jetzt, wie man eine schöne Spaghetti-Soße zubereitet. Und der Gönner wünscht uns guten Appetit und dass wir uns nicht verschlucken. Okay, ein bisschen schade, ein bisschen ernüchternd, aber irgendwie war es ja auch klar, dass es so kommt. Aber für die fleißigen Zuschauer, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben und bis hierhin zugeschaut haben, für die verlose ich unter den Kommentaren noch einen signierten Beacon. Das heißt, ihr bekommt ein Beacon mit einer Signatur von mir. Und schreibt doch einfach in die Kommentare euren Ingame-Namen, euer CB und eure Theorie, wer der Gönner wirklich ist. Und als Hashtag einfach Hashtag Gönner, damit ich einen Hashtag habe, mit dem ich auslosen kann. Also Hashtag Gönner in die Kommentare, Ingame-Name, CB und eure Theorie, wer der Gönner wirklich ist.
Ja. Und das Ganze lose ich aus am nächsten Montag wieder in meinem Live-Video. Ziehe ich das Ganze. Ihr müsst dann allerdings nicht live dabei sein, sondern ich lege das Ding auf die Seite für euch und ihr könnt dann in dem Stream-Video nachschauen, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und ich werde natürlich auch den Kommentar raussuchen, der gewonnen hat, und dementsprechend nochmal eine Nachricht unter den Kommentar packen, so dass er sich den Beacon bei mir abholen kann. Alles klar, jetzt mache ich wirklich Schluss. Bis dann, euer Rouge83.